Willkommen bei Motorwoche. Wir sind in der Nähe des Ascari Racetracks in Südspanien mit dem neuen A1 unterwegs. Audis Kleinster hat nach 8-jähriger Bauzeit im Herbst 2018 einen Nachfolger erhalten. Der ehemals in Belgien produzierte Kleinwagen wird nun im Seat-Werk in Spanien gebaut. Das Design ist deutlich maskuliner und markanter geworden. Der breite und flache Single-Frame-Grill betont das aggressive Frontdesign des A1. Optional ist der A1 mit Voll-LED-Scheinwerfer erhältlich. Durch die zweigeteilten Rückleuchten wirkt das Heck stämmig und breit. An der Seite fällt vor allem die mächtige C-Säule auf. Er wirkt dadurch auf den ersten Blick größer als er ist. Gegenüber dem alten ist er um ca. 5 cm gewachsen, gewinnt aber durch die neue Plattform gerade im Innenraum deutlich an Platz. Überrascht hat uns der Kofferraum, der nun 335 bis 1090 Liter fasst, 65 Liter mehr als der alte. Der Innenraum gibt sich sehr modern und Audi-typisch. Alles ist sehr gut verarbeitet. Unter der Haube fahren wir den 1,5 Liter TFSI mit 150 PS und einem Drehmoment von 250 Newtonmetern. Gekoppelt ist dieser an eine 7-Gang S-Tronic. Von 0 auf 100 benötigt der A1 nur 7,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 222 km/h. Schade, dass es den neuen A1 nicht mehr als Dreitürer gibt. Der Einstieg für den 1 Liter TFSI liegt bei knapp 21.000 Euro. Wir schätzen, dass unser Testwagen ungefähr bei 33.000 Euro liegt. Viel Geld für einen Kleinwagen, aber dieser ist es wert. Willkommen im neuen Audi A1 in der Farbe Tioman Grün, die wir auch direkt hier im Innenraum wieder finden. Also hier sind auch sehr viele Flächen in Grün gestalten, unter anderem hier im Mitteltunnel und auch hier um die Lüftung herum. Wir haben übrigens jetzt auch gerade das Ambientlicht in der Farbe eingestellt. Es gibt insgesamt 30 Farben, in der man das Ambientlicht einstellen kann, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt und natürlich dafür sorgt, dass man den Innenraum individuell auf sich anpassen kann. Ansonsten basiert auch der A1, wie wir gerade schon im Voiceover gehört haben, auf der VAG MQB A0 Plattform, welche natürlich auch die Plattform für den Polo oder den Ibiza ist. Und das sieht man auch so ein bisschen im Innenraum, dass der sich auch so ein bisschen an den Polo oder den Ibiza anlehnt. Das heißt, wir haben hier vorne unser 10,25 Zoll großes Active Info Display, das sich wie gewohnt bedienen lässt. Das heißt, wir können hier durch die verschiedenen Fenster durchswitchen. Einmal natürlich das Informationsfenster, dann haben wir hier das Musikfenster, es gibt das Telefonfenster und natürlich hier das Kartenfenster. Und dann können wir natürlich nochmal über den View-Taster einstellen, ob unsere km/h und Drehzahlanzeige groß oder klein dargestellt werden sollen. Auf der rechten Seite des Lenkrads haben wir dann noch Bedienung für Multimedia. Das heißt, hier können wir Telefonate annehmen, die Sprachsteuerung starten oder auch die Musik lauter und leiser machen, sowie die Tracks skippen. In der Mitte dann das 10,1 Zoll große MMI-System vom Audi, was wirklich extrem gut aussieht. Der Bildschirm ist gestochen scharf von der Auflösung her. Das grafische Overlay gefällt mir hier wirklich auch richtig gut. Man hat natürlich alles an Bord, was man braucht, von Radio über Navigation bis hin zu Telefon. Wir können uns sogar das Wetter anzeigen lassen, was natürlich je nachdem, wo wir gerade sind, über GPS-Daten genau das Wetter von diesem Ort uns anzeigt, was auch sehr schön gemacht ist grafisch und gefällt mir extrem gut und passt sehr gut hier zum Styling vom Audi A1. Und drunter haben wir eine kleine Leiste für die Klimaautomatik zu bedienen. Wir haben eine 2-Zonen-Klimaautomatik und natürlich Sitzheizung und so weiter, alles mit an Bord. Dann haben wir noch eine Tastenleiste mit unserem Drive Select Schalter. Hier haben wir vier verschiedene Modi, einmal den Efficiency Modus, den Auto Modus, den Dynamic Modus und den Individual Modus. Natürlich können wir hier noch die Start-Stopp-Automatik ein- und ausschalten, ESP können wir ein- und ausschalten, Warnblinkanlage und die Parksensoren können wir ein- und ausschalten. Und darunter haben wir ein Ablagefach, was mir sehr gut gefällt, mit induktiver Ladeschale. Warum gefällt mir das sehr gut? Weil das große iPhone auch problemlos da reinpasst. Oben drüber haben wir hier dann noch einen normalen USB-A-Anschluss und einen USB-C-Anschluss, was ich sehr, sehr cool finde, sowie einen 12-Volt-Stecker. Und hier in der Mitte dann natürlich noch unser Wahlhebel für das 7-Gang-DSG, den Start-Stopp-Knopf und hier nochmal ein Drehregler für lauter, leiser und zum Track-Skippen über das MMI. Auch die Sitze weisen wieder diese grünen Applikationen auf, zum Beispiel hier an der Seite oder auch im Muster direkt auf der Sitzfläche. Von den Platzverhältnissen her gefällt mir der A1 sehr, sehr gut. Er hat wesentlich mehr Platz als sein Vorgänger, das merkt man direkt. Lenkradverstellungen haben wir natürlich auch, ne? Mit einem Hebel nach oben, nach unten, sowie nach vorne und nach hinten. Gefällt mir auch sehr gut. Und auch die Kopfhaltung lässt bei mir auf jeden Fall hier keine Wünsche übrig. Patrick
kann auch gut sitzen. Das passt alles und das ist wirklich sehr schön hier von Audi gelöst. In der Mitte haben wir dann noch eine Armlehne, die sich verschieben lässt und auch aufklappen lässt. Und generell finde ich die Qualität hier im Audi A1 wirklich sehr, sehr gut. Sie ist natürlich nicht ganz so gut wie in anderen Audi-Modellen. Das liegt natürlich daran, dass auch die Materialauswahl hier im kleinsten Audi nicht so krass ist, wie zum Beispiel bei einem A4 oder bei einem A6. Aber trotzdem für die Klasse an Auto wirklich sehr, sehr gut verarbeitet und alles typisch in Audi-Manier gestylt und auch von der Haptik her typisch Audi. Allein schon das Lenkrad ist halt dasselbe Lenkrad, wie man bei den großen Autos hat. Und das gefällt mir extrem gut hier und macht einen sehr guten Eindruck, wenn man im Innenraum des Audis sitzt. Wie ihr seht, geht es auf der Rückbank des A1 ein bisschen enger zu. Der Sitz ist jetzt noch auf mich eingestellt, auf 1,80 Meter. Dadurch habe ich jetzt hier noch genügend Kniefreiheit. Wenn Patrick vor mir sitzen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen enger. Aber er gibt auch ein bisschen nach hier hinten, also das sollte schon gehen. Für Kurzstrecke auf jeden Fall, für Langstrecke, wenn man zu zweit hier sitzt, ja. Zu dritt wird es wahrscheinlich ein bisschen zu eng. Armfreiheit nach links ist auch in Ordnung. Kopffreiheit bei mir definitiv in Ordnung. Anschlüsse fehlen mir hier hinten leider ein bisschen. Ich hätte mir irgendwie noch so einen USB-Anschluss oder einen 12-Volt-Stecker gewünscht, damit die Rückbank auch hier Smartphones etc. laden kann. Mittelarmlehne lässt sich nicht runterklappen, aber dafür die Kopfstützen, die kann man hochfahren, damit man es hier noch ein bisschen bequemer hat. Und ja, ISOFIX-Halterung haben wir auch. Für Kurzstrecke auf jeden Fall vollkommen ausreichend, für Langstrecke zu zweit definitiv auch. Unterwegs im schönen Andalusien in Südspanien. Echt schön hier. Ja, gerade zeigt sich aber nicht so ganz von der schönen Seite, weil es die ganze Nacht geregnet hat. Aber es soll aufklaren, was ganz gut ist, denn wir gehen später noch mit dem Audi R8 auf die Rennstrecke. Das Video kommt morgen, nur mal so als Vorwarnung. Und ein zweiter lustiger Fun Fact: Der Audi A1 war das erste Auto, was wir jemals zum Testen hatten. Ja. Damals haben wir noch Bilder gemacht und geschrieben. Da gab es noch kein Video und kein YouTube. Da gab es nur die Facebook-Seite. Ja. Tatsächlich, ein bisschen nostalgisch hier in dem A1 jetzt wieder unterwegs zu sein, aber gefällt mir sehr gut. Ja, schade aber, dass die Farbe nicht dieselbe ist, das wäre ja dann noch nostalgischer. Wir hatten damals einen roten, ne? Ja, genau. Rot mit silbernem Dach. Genau, und jetzt haben wir den grünen hier. Audi A1, wir fahren den A1 35 TFSI. Audi hat ja diese neuen Motorenbezeichnungen. Es gibt den 25 TFSI, den 30 TFSI und den 35 TFSI momentan. Und was ganz krass ist, es gibt keine Dieselmotorisierung und es ist bis jetzt auch keine geplant. Richtig. Was mich ein bisschen wundert, weil es ja beim Polo eine Dieselmotorisierung gibt und der Dieselmotor ja auch hier reingepasst hätte, gehe ich mal stark davon aus, ist dieselbe Plattform, die MQB A0 Plattform von VAG. Und ja, aber hier gibt es ja nicht den Diesel. Ich vermute mal stark, dass im Vorgänger die Absatzzahlen einfach nicht gepasst haben für das den Diesel. Das kann gut sein. Dass es vielleicht das der Grund wäre. Bisher gibt es eigentlich in Deutschland nur den 1 Liter TFSI mit 116 PS zu bestellen. Also den A1 30 TFSI. Genau, richtig. Wann der hier jetzt genau kommt, ich schätze mal im Frühjahr wird er auf dem Markt erscheinen. Da wird es auch noch eine Motorisierung unterhalb der 116 PS Variante geben. Und es kommt auch noch der 200 PS als 40 TFSI auf den Markt. Was das Fahrverhalten angeht, ist der neue A1 doch eher auf der härteren Seite des Lebens. Also das kann man nicht anders sagen. Er ist definitiv straffer abgestimmt als der Polo. Liegt aber auch daran, dass die Zielgruppe des A1 halt eher die jüngere Zielgruppe ist. Eher die Zielgruppe, die genau das erwartet. Die wollen genau ein Auto, das ein bisschen härter abgestimmt ist, das diese Sportlichkeit suggeriert, wie der A1 es hier macht. Das merkt man vor allem, wenn man durch langgezogene Kurven fährt und dann noch irgendwie eine Bodenwelle kommt oder sowas. Da ist der A1 schon relativ robust beim Drüberfahren. Aber wie gesagt, die Zielgruppe erwartet das so, die wollen das so haben. Und deswegen hat Audi das hier auch genau richtig gemacht. Was dazu kommt, ist, dass wir auf unserem Testwagen hier jetzt noch die 18 Zoll Felgen verbaut haben. Dadurch, durch den dünnen Reifen, haben wir natürlich auch beim Überfahren von Schlaglöchern noch mal ein bisschen härteres Gefühl, was das Fahrverhalten angeht. Der Motor an sich ist ein 1,5 Liter Motor, Vierzylinder, kein Dreizylinder, mit 150 PS. Das Ganze ist dann gekoppelt an einen Audi 7-Gang DSG, was wie gewohnt sehr flüssig, sehr schnell und sehr sportlich auch schalten kann und auch sehr gut zum Motor zusammenpasst. Von den Beschleunigungswerten her braucht er 7,7 Sekunden auf 100. Das ist ungefähr genau dasselbe, was sein Bruder Polo auch braucht. Und das ist definitiv in der Klasse ein sehr guter Wert. Die Höchstgeschwindigkeit liegt übrigens bei 222 km/h, was für 150 PS auf jeden Fall eine Menge sind. Ja, das ist eine hohe Höchstgeschwindigkeit. Was den Verbrauch angeht, hat Audi uns leider noch nichts genannt. Wir haben jetzt gerade hier bei relativ sportlicher Fahrweise einen Verbrauch von 7,3 Litern. Ich gehe aber stark davon aus, dass wenn man das Auto
versucht sparsam zu fahren, man um die 5 bis 6 Liter landen wird. Weil ich sehe jetzt auch hier schon, wenn wir hier gerade mit 80 Tempomat fahren, dass es schon auf 7,1 Liter runtergegangen ist und weiter sinkt. Also man kann den doch relativ sparsam bewegen, auf jeden Fall. Zusätzlich hat der 1,5er Zylinderabschaltung. Dort sind dann 2 Zylinder abgeschaltet. Somit spart er nochmal deutlich mehr Sprit. Auch was den Preis angeht, können wir noch gar nicht so viel sagen. Wir wissen, dass der 116 PS Motor ungefähr bei 21.000 Euro anfängt. Deswegen gehen wir stark davon aus, dass der 150 PS Motor ca. 4.000 Euro mehr kosten würde. Das aber natürlich ohne Ausstattung. Wenn man natürlich so eine tolle Farbe haben will wie wir und auch im Innenraum den ganzen Schnickschnack haben will, gehe ich stark davon aus, dass man so bei 30.000, 31.000 Euro rauskommen wird. Was trotzdem meiner Meinung nach für das, was Audi hier immer eins bietet, definitiv ein Preis ist, der für mich vollkommen okay ist. Kommen wir also zum Fazit. Meiner Meinung nach hat Audi mit dem A1 alles richtig gemacht. Sie haben ihn maskuliner designt, dass er auch für die Herrschaften ein Auto ist, das ansehbarer ist, weil er auch am Anfang so ein bisschen als Frauenauto abgestempelt wurde und ja auch gegen den Mini konkurrieren sollte. Aber er sieht jetzt auf jeden Fall wesentlich besser aus. Mir gefallen diese 3 Schlitze über der Motorhaube, die an den Urquattro erinnern sollen, extrem gut. Und natürlich auch im Innenraum. Es gibt alles, was man heutzutage so braucht. Ne? Also das ist genau das, was dem alten A1 gefehlt hat. Die ganze Multimedia-Anbindung an Smartphone mit dem Active Info Display und so weiter und so fort. Ist super geil, ist ein super geiles Alltagsauto und ist auf meiner Liste im Kleinwagensegment auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Das war unser Video vom neuen A1. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr vom neuen kleinsten Audi haltet und wie ihr ihn im Vergleich zu seinen Brüdern im VAG-Konzern seht, zum Beispiel dem Seat Ibiza oder dem VW Polo. Es gibt ja auch noch den Skoda Fabia, aber der steht noch gar nicht auf der MQB A0-Plattform. Trotzdem ist er einer seiner Geschwister. Wie gesagt, schreibt doch mal drunter, wen ihr bevorzugen würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.